Ja, ich war gerade duschen und deswegen drehe ich jetzt ein Video im Bademantel. Shoutouts an Tubo. Nichtsdestotrotz gibt's heute eine K-Pop-Reaction und ich habe ja gesagt, ich möchte gerne wieder was Weibliches. Und mit Blackpink habe ich gute Erfahrungen gemacht. Deswegen gucken wir heute Blackpink Whistle. Weil das so abartig viele Views hat, dass es nur gut sein kann. Und ja. Wieder alles ziemlich pink. Die nehmen ihren Bandnamen sehr ernst. Hey boy. Boah. Make a whistle like a missile. Bomb, bomb. Okay, der Beat ist heftig. Every time I show up, lower arms. Make a whistle like a missile. Bomb, bomb. Und dieses Bomb, boah, wow, das ist Every nice. Time I show up, CGI. Ich glaube, ich würde es geiler finden, wenn die da so richtig hart drauf rappen würden und nicht so singen sagen. Sie tut, was ich sage. Aber klingt geiler. Außerdem ist es geil, wenn Frauen rappen können. Voll der positive Twist, so. Oh, die mit diesen silbernen Haaren. Das sieht so gut aus. Die da. Was macht die weiblich, dass die so harmonisch? Ich will die heiraten. Oh, wie heißt die auf Instagram? Schreibt mir das bitte in die Kommentare, ich will die sofort enden. Wechsel ist geil. Das Video ist sowieso immer geil. Dieses Bam Bam, das ist so geil. Das ist so nice gesetzt. Ich muss aufpassen, dass ich nicht zu sabbern anfange. Also Blackpink ist halt nach wie vor ziemlich, ziemlich geil. Gerade dieses, sie mit, also dies, die eine, du weißt schon. Nee, unfassbar. Unfassbar. Morgen gibt es einen Vlog. Und zwar aus dem Tonstudio, weil ich die erste Season Rapping on K-Pop Beats aufnehme. Und da nehme ich euch ein bisschen mit und ich weiß schon, was Freitag kommt. Und lasst euch überraschen. Wir sehen uns am Freitag.